Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Worm Told Worm mit der Darth Mod und den Karthagern. Ich bin der Scipion und ja, im letzten Part haben wir die Römer, den römischen Anführer mit nur einer Prozent von 3, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 3%, haben wir den getötet. Das hätte ich so nicht gedacht. Ja, jetzt gerade habe ich Rebellen offscreen erledigt, die da uns in die Quere kamen. Und ich versuche gerade weiterhin den römischen Anführer zu töten. 7% verfehlt, schade. 3% auch verfehlt. Ja, mittlerweile dürfte ja eigentlich so ein Anti. Ja, wow. Plus 4 auf öffentliche Sicherheit. Also auf Sicherheit, oh Gott. Ob wir das mal irgendwann noch schaffen, ich weiß es nicht. Ich meine, irgendwann bestimmt, wenn wir da jetzt genug Attentäter hinschicken. Ach, hier habe ich auch noch einen. Ach ja, dann, rekrutieren wir mal noch welche. Ich nehme gerne alle, die ich kriegen kann. So, du gehst mal hier zur Seite, damit hier die Leute durch können. Du hinderst die daran zu arbeiten. Eine Stadt wächst, Messana. Ja. Dann wachs mal weiter. Was ist sonst noch so passiert? Ja, Todesfälle, okay. Asturica. Ja gut, das war zu erwarten. Der war schon ziemlich alt. Die Gallier wissen jetzt nicht, was sie tun sollen, okay? Hier die öffentliche Ordnung steigt, das freut mich. Kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Was ist denn hier mit der öffentlichen Ordnung los? Ja, da muss ich hier drin bleiben, aber der flieht ja sowieso, wenn er uns belagert. Von daher habe ich da eher weniger Sorgen drum. So, du brauchst mir jetzt hier einen Turm. Du ziehst nach hier oben, das ist gut. Dann läufst du uns direkt in die Arme. Das ist schön. So. Du gehst da rein, das ist auch sehr gut. Dich lösen wir hier auf. Und dann, wie sieht's jetzt hier? Oh ja, kurz vorm Wachstum, das ist gut. Oder habe ich noch irgendwo so viele Einheiten? Mal eben gucken. Wie viel habe ich in Oscar hier? Ja, hier habe ich einiges. Wow, hier kann ich sogar einiges rausziehen. Kann ich hier auch alle rausziehen? Nee. Einer muss drin bleiben. Zwei müssen drin bleiben. Okay, dann haben wir hier 340, 600, 900, 1000 Mann haben wir hier. Ja, nehmen wir die 1000 hier. Dann haben wir es fast geschafft. Sehr gut. So. Stadtmauer. Was anderes bleibt uns ja da nicht übrig. Hört den Basar. Mittlerweile brauchen wir halt mehr Geld. Ja, hier auf jeden Fall jetzt die Ratskammer. Gut. Hier, da entsteht unsere erste Metropole. Ja, den Basar. Wir brauchen das Geld. Ach ja, dich wollte ich wieder in die Stadt schicken, ne? Ah, hier die Kavallerie noch. Die hole ich mir noch. Die ist schnell hier drüben, wo sie sein soll. Zwei Runden ist okay. Ariminium. Ja, gut, den großen Basar. Wie gesagt, wir brauchen das Geld jetzt wieder. Ihr seht schon, unser Geld schwindet dahin. Da kommen die Minen. Alles klar, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wie sieht das hier aus? Ist da ein neues Familienmitglied? Nein. So, hier die Attentäter versuchen ihren Job weiterhin. Es war so klar. Es war so klar. Die Gallier kommen wieder. Alle Jahre wieder. Mann. Der kriegt jetzt bestimmt hier... Nee. Immer noch den 4, okay. Vorkoster. Vorkoster hat er auch. Und, oh, jetzt kriegt er die ganzen... Oh, jetzt kriegt er die ganzen Trades gegen Assassin. Na toll. Das ist nicht gut. Das wollte ich doch gar nicht.
Egal, irgendwann haben wir hier eine Armee von Attentätern. Dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu sterben. Die Elefanten schicke ich jetzt doch mal hier rein, damit er hier durch kann. Dann fangen wir ihn dort ab. So, wie sieht das jetzt hier aus? Die Stadt ist zufrieden, das heißt, wir können ja endlich den Tempel abreißen und unseren Tempel hinklatschen. Ich glaube, in Gergovia müssen wir das auch noch machen. Ne, da ist es schon soweit, okay. Der Baubericht. Ja, komm, wie gesagt, wir brauchen jetzt Geld. Dann gibt es jetzt hier die Marinewerften. Das wird uns ordentlich Geld geben. Und die Schiffswerften. Dann kriegen wir wieder ordentlich was rein. Weil so wie es jetzt aussieht, sieht es nicht gut aus mit unserem Geld. Mal gucken, wie viel der Hafen hier. Also der Hafen in Segesta wird uns auf jeden Fall einiges bringen. Ja, in Budigala. Wie gesagt, den Schützenplatz. Ich möchte unbedingt die Bogenschützen fortbilden. Und dann halt auch so schnell wie möglich der Tempel, damit ich die heilige Wande hier immer fortbilden kann. Und dann gibt es jetzt wieder eine typische Schlacht gegen die Gallier, in der sie wegrennen werden. Ich freue mich. Also so langsam kann er ja auch mal sich uns stellen, ne? Dieser Feigling. So, dann gucken wir mal. Ja, ich stelle mich gar nicht erst groß auf, weil ich weiß, wie es ausgeht. Oh, er kommt sogar in unsere Richtung gelaufen. Stellt er sich jetzt doch mal. Vielleicht brauche ich auch einfach zu lange, um rauszukommen. Und dann, das nimmt er dann als Fluchtgelegenheit. Aber ich meine, ich kann ja... Ja. Tschüss. Ah, so lange der flieht, können wir uns hier die Stadt jetzt angucken. Wie gesagt, das ist eine karthagische Stadt geworden, dadurch, dass wir die ausgebaut haben. Man sieht hier aber natürlich noch die keltischen Gebäude. Hier ist mal der Schmied. Oder die Ställe, die hier gebaut worden sind. Das ist der Markt. Das wird alles hinterher ersetzt durch die karthagischen Gebäude. Beziehungsweise, ist ja quasi mit, gleich mit der östlichen Kultur, die karthagischen Gebäude. Es gibt ja nur 4 Kulturen, sage ich mal, in, Wormtol. Aber einmal jetzt hier, so, das wäre halt die östliche, beziehungsweise auch karthagische und ägyptische. Dann halt die griechische, die halt der römischen sehr ähnelt. Und halt die römische dann. Und dann halt die barbarische. Da kennt man dann ganz gut. Bist du jetzt... Bleibst du. Mein Gott, dieser blöde Husten geht aber auch nicht weg. So, dann gucken wir mal. Nö, er will nicht. Ich hoffe, das Husten ist nicht zu laut in der Aufnahme. Aber eigentlich nicht, weil es so ein kleiner Huster ist. Ein Hüster kennt, sag ich mal. Auch nicht viel schlimmer, als wenn ich mich auf einmal aufregen würde oder so. Oder auf einmal Stopp rufen würde oder sowas. So, und weg ist er. Ja, ich habe die Schlacht klar gewonnen. Mal wieder. Ich stelle mich gleich doch auf die Brücke, wenn die öffentliche Ordnung soweit okay ist. Kann ja nicht so weitergehen. Das ist ja wie in einer Endlosschleife. Also 1, 2, 3, 4. Och, euch nehme ich auch mal mit. Dich auch. So, und dann stellen wir uns hier auf die Brücke mit den Elefanten. So, das sollte funktionieren. Jo. Dann mal nächste Runde. Ach, dich. Ah ja, und euch. Oh, und dich auch noch. Okay, aber nächste Runde wächst dann Gergovia. Das ist schon mal gut. Eine gallische Fullstack da oben. Prügeln die sich mit den Germanen? Ja, dich nehmen wir mal. Gucken wir mal kurz in die Diplomatie rein. Die Gallier sind im Krieg mit... G
Germanien, okay. Sind verbündet mit Britannien. Was machen die Briten eigentlich? Von denen sieht man gar nichts. Hm, ich glaube, ich schicke mal einen Spion hoch. Ich habe hier einige drin. Dann sehe ich auch mal hier, wo die Städte so ein bisschen sind. So, euch löse ich jetzt auf. Oh, diese Stadt wächst sogar dann jetzt schon. Das ist gut. Wo ist denn jetzt hier meine Kaffeinheit? Armeen? Sollten 120 Mann sein. Wo ist die hin? Hat er die aufgekauft? Habe ich die schon aufgelöst? Naja, ich werde es gleich sehen. So. Ja, die schicke ich dann hier runter. Hm, was mache ich mit dir? Da ist keiner drin. Zwei Prozent. Nicht geschafft, schade. Auch nicht geschafft. Auch. Oh, ein weiteres Merkmal. Okay, cool. Verfehlt. Verfehlt. Ich sehe schon, dass wir auch verfehlt. Also er kriegt plus 1 auf öffentliche Sicherheit. 4 auf sich selbst. 3. Alter. 3. Habe ich gesagt? 3. 2. 9. 8 auf öffentliche. 8 auf persönliche Sicherheit. Und 9. Oh Gott. 9 Punkte oder so auf seine Sicherheit, auf seine eigene. Das ist schon ordentlich. Also ob wir den dann da jemals kriegen, das ist, steht in den Sternen. Ich könnte auch einfach mal kurz mit der Armee da hochmarschieren. Wie lange braucht ihr? Ja, 2 Runden. Okay, machen wir. Wir machen kurz eine Besichtigung. Mal, ne? So. Hat man damals so gemacht. So kleine Besichtigungstouren mit der ganzen Mannschaft. Waren immer sehr unterhaltsam. So, Pataviturm kann nichts mehr bauen. Du stehst auf der Brücke, genau. Lugdumon kriegt den Tempel. Soll ich dann ihn hier schon mal vernichten? Ich kann ja erstmal gucken, was er macht. Ich meine, ich komme ja immer noch an ihn ran. Nächste Runde. Ich meine, die Stadt lasse ich dann revoltieren. Was will ich da oben damit? Ah, jetzt ist hier unten einer drin. Nein, das gibt es nicht. Warum ist jetzt hier unten einer drin? Mein schöner Plan ist auch nicht, geht nicht auf. Was mache ich denn jetzt? Muss ich meinen Agenten da runterschicken oder was? Na toll. Ah, dann brauche ich jetzt hier entlang der Küste welche. Mir jetzt egal. Attentäter und so, ne? Komm jetzt. En masse. Mein Gott, was ein blöder Husten. Ah. Der will nicht weggehen. Und dann auch nur so immer so klein. Ah, jetzt kriege ich den Römer da nicht weg. Schade. Verfehlt sein Ziel, na toll.
Kriegt er wahrscheinlich auch was auf öffentliche Sicherheit. Irgendwas. Ja, er stirbt natürlich. Wie sieht das mit euch aus? Nicht geschafft. Auch nicht geschafft. Moment, du hast es geschafft? Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Dann kann ich ja einen Patentäter jetzt hier runterziehen. Ja, jetzt ist er der Anführer. Oh, und ich muss die ganzen Attentäter da runterziehen. Verdammt. Das kostet doch alles Zeit, aber ich kann den hier dann runterziehen. Wieder. Okay. Gut, den Kollegen kriegen wir da, weil hier die Attentäter hier sind. Dann muss ich nur die drüben bekommen und hoffen, dass er jetzt nicht noch irgendwo welche Familienmitglieder bekommt. Ich habe ja hier Spione, ich sehe das ja. Das ist jetzt doch ein bisschen blöd. So, du, die Stadt hier muss wachsen. Ja, komm, die Stadtmauern bringen auch öffentliche Ordnung. So, Marinewerft. So, und dann gucken wir mal weiter. Ich meine, läuft ja ganz gut mit den Attentätern. Da ist sogar keine... Ah ja, mit drin. Jetzt kriegt er da oben ein. Ich glaube auch. Wo kommen die ganzen Generäle her? Dann habe ich auch nur 10%, den zu töten. Was soll denn das? Ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, den einen kann ich einfach so ausschalten immer. Da habe ich ja meine Armee stehen. So, und die Attentäter bewegen sich da hoch. Hier läuft hier runter. Ja. Und du sammelst mir hinterher hier meine Agenten ein. Ich warte jetzt einfach mal so noch zwei Runden, dann habe ich hier ja einige zusammen. Oh, so viele Familienmitglieder wieder. Oh, das ist gut, dass wir hier einen haben. Ja, geh mal rüber. Auch, auch, auch. Warum kriegen wir da unten so viele? Okay, hier ist auch egal. Wow, haben wir da viele Generäle drin. So langsam mangelt es uns echt an Geld, weil die Gebäude immer so teuer werden. Wir geben immer knapp aus. Okay, geht noch. Ich habe mich vertan. Warum kriegen die Römer jetzt... es war doch so rei... Es war so ein Anreiz, sie zu vernichten mit Attentätern. Gerade weil nur noch einer da war. Und dann auf einmal kommen die ganzen Generäle aus dem Boden geschissen wie sonst was. Huhu, jetzt hat er sich verraten. Jetzt ist er tot. Entweder jetzt durch die Attentäter. Wo ist er denn jetzt? Er hat einen Turm gebaut. Na, jetzt verfehlt ihr alle euer Ziel. Oh, und du gehst drauf. Na toll. Du auch. Was ist das denn jetzt? Was hat der für Trades, der Kollege? Kann ich mir die anschauen? 93%. Hey, ich habe den doch gerade ausspioniert. Willst du mir sagen...
Was ist das denn jetzt? Ich habe den ausspioniert und sehe die Sachen nicht, die er hat. Oh, Mann. Ich wollte ihn doch vernichten. Verfehlt sein Ziel, war ja klar. Schade. Wird anscheinend doch nichts. So, aber ihn da vernichte ich auf jeden Fall gleich. Nachdem ich mich hier um die... ja. Sachen gekümmert habe. Um die Verwaltung. Oh ja, endlich. Dann gibt es hier auch den Schützenplatz. Ja, dann passiert jetzt gar nicht mehr gar nicht so viel, weil ich gar nicht mehr so viel mache, weil ich eigentlich nur die Römer vernichten will. Bereit machen für den Kampf! Sieg! Mächtiger General! Mächtiger General! Ja, dann nehme ich jetzt hier die drei Einheiten. Die Kaff brauche ich auf jeden Fall, die Bogenschützen brauche ich auf jeden Fall, die Steinschleuder auf jeden Fall. Die Elefanten nehme ich auch mal mit, um meinen Fraktionsanführer. Ich weiß, ein bisschen übertrieben, aber... Ich will ihn ja erst mit den Bogenschützen runterschießen. Mit der Infanterie will ich dann irgendwie ihn versuchen zu stellen und dann mit der Kaff in den Rücken. Und die Elefanten dienen einfach nur da, weil die Bogenschützen haben. So, ihr dahinter. So, dann gucken wir mal, wie das läuft. Bestimmt gar nicht, bestimmt kriege ich ihn nicht, weil er vorher flieht. Na. So, jetzt dürfte ich in Reichweite sein. Sehr gut. Ich hoffe mal, ich kriege den General. Ich meine, genug Munition habe ich ja. Und gut Schaden mache ich ja auch. Na komm. Solange ich ihn beschieße, dürfte er eigentlich nicht fliehen. Das ist das Gute. Wie viel Schaden machen die denn? Oh, 14. So, na komm. Ich krieg euch schon. Ja, es dauert ein bisschen. Aber der General kriegt auch gut was ab. Na los, wir sind schneller. Wir sind schneller, wir kriegen ihn. Los, ich will nur den General. Ich brauche nur den General. Ich brauche nur den General. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr gut. Ich hab ihn. Nee, fortsetzen. Ja! Alles klar, das war's. Mehr wollte ich gar nicht. Huhuhu. Sehr schön. Haben wir ihn bekommen. Endlich mal eine Armee, die nicht geflohen ist. Und es hat alles nach Plan funktioniert. Ich meine, ich könnte noch Genava einnehmen als Verteidigungsstadt. Könnte ich hier auf die Brücke oder... Was wird denn hier noch angeboten? Ich muss mal kurz gucken. Da ist eine Brücke. Hier könnte ich mich in den Weg stellen. Ja, eigentlich kann ich so schlecht, aber ich will keinen Krieg mit den Germanen haben. Deshalb wäre es eigentlich gut, wenn die Römer die Stadt einnehmen würden.
Wie viel mache ich denn jetzt pro Runde? Ha, 19.000, das ist nicht viel. Jetzt kriegt der noch ein Familienmitglied. Ich glaube, es hackt langsam. Woher kommen die alle? Die KI cheatet doch. War ja klar, kaum schlägt ein Attentat fehl. Wow. 4%. Und er schafft es. Okay, jetzt sieht es wieder besser aus. Jetzt haben wir noch zwei Generäle, die wir töten müssen. Dann haben wir die Julia vernichtet. Sehr gut. Oh Gott, wir kriegen immer mehr. Armeekaserne. Ja, dann geht es jetzt hier mit den Stadtmauern weiter. Libyen hat den Hafen sehr gut. Oh ja, endlich unsere erste Metropole. Gepanzerte Elefanten, yo. Geil. Und die Bilder werden wieder nicht angezeigt. Jetzt können wir den ganzen guten Stuff bauen. Rekrutieren. Ja, karthagische. Yeah, geil. Ganzen guten Stuff. Und die Siedlung wächst auch nicht mehr. Sehr gut. So, dich kriegen wir jetzt auch ran. Oder auch nicht. Wie sieht es hier aus mit den Agenten? Okay. Die werden jetzt rüber geschippert. Nächste Runde sind die da, dann geht das Gemetzel hier. Was? Das ist eine Rebellenarmee. Okay, gut. Schütze die Truppen. Attentäter bereit. Bewache die Truppen. Setz die Segel. Wir können jetzt nicht weiter feiern. Gut, dann müssen wir nur noch ihn kriegen. Und ihn da oben. Alles klar. Achso, ja, der Spion, der guckt, was die Spanier, sage ich schon. Er kriegt noch einen. Was ist denn jetzt da los? Also so langsam wird mir das zu viel hier. Die Briten handeln auf jeden Fall. Da ist eine Rebellenarmee. Und ich mache viel zu wenig Kohle. Das heißt, ich baue jetzt wieder Geldgebäude. Im großen Stil. So. Dimidi, Palantir hatte ich erwähnt. Ja gut, da kann ich nichts mehr bauen. Er traut sich aber auch nichts. Gut, dann ist das halt so. Ach Mann, das hier oben nervt mich so ein bisschen. So ein bisschen nervenzerreibend. Ach ja, hier die ganzen Attentäter. Ah, er steht mir im Weg. Na toll. Na gut, das mache ich eben automatisch. Du stehst im Weg, Kollege. Danke. Dann schicke ich jetzt mal hier die ganzen... Sind das hier alles Attentäter? Ja. Kein Spion dabei. So, dann töten wir dich als erstes. Oder du tötest uns. Da ist keiner drin, gut. Ja, er tötet jetzt natürlich alle wieder von mir. Aber irgendwann kriege ich ihn. Warum ist das so schwer? Hätte es der jetzt mit 1% geschafft, hätte ich gelacht. Okay, dann halt nicht. So. Ja, wie gesagt, den da kriegen wir eh nicht.
Jetzt seid ihr dran. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Dass keiner von denen stirbt. Meine Güte. Okay, wir haben es geschafft. Alles klar. Dann könnt ihr wieder aufs Schiff und dann schicke ich euch hier hoch. Dürft ihr, haben wir jetzt noch zwei Ziele und da kommt eine Armee Attentäter. Ha, okay. Das wird lustig. Wenn's gut läuft, schaffen wir es nächste Runde. Germanen prügeln sich mit den Galliern, sollen sie? Oh, er ist mit einer Armee da. Ah, das ist natürlich verlockend. Nein, du bist alt. Das heißt, wenn wir ihn töten, dann schaffen wir das. Ansonsten, ja, müssen wir halt gucken, wie wir es machen. Ah, hier sehen wir jetzt die öffentliche Ordnung, okay. Ah. Hier kann ich noch runtergehen. Oh, der Baubericht ist mal ziemlich kurz. So, ich denke mal... Ja, ich versuche das jetzt so mit den Attentätern. Gucken, was bei rauskommt. Dich könnten wir stellen. Dich müssen wir nur kriegen. Was? Woher kommen die alle? Leute. Ich bitte euch. Also, ich meine... Nee. Das ist doch nicht mehr lustig. So, ihr geht es auch darum. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Was soll denn das alles? Wo kommen die alle her? Das sind Spione. Ja, müssen wir halt gucken, wie wir das jetzt machen. Das ist irgendwie blöd. Okay, 32% geht... Okay, wenn wir ihn jetzt bekommen, den hier. Verfehlt er sein Ziel? Ha, auch. Ja, wurde er eliminiert? Auch eliminiert. Ja, 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 geil, geil, geil. So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist keiner drin. Hier ist keiner drin. Hier haben wir auch schon geguckt. Du hier bist der Letzte. Haben wir noch einen frei? Haben wir noch einen frei? Ja, wir haben noch einen. Nein, der kann nicht. Der kommt nicht dran. Nein. Okay, hier haben wir noch welche. Nein. Komm schon, das schaffen wir. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Habe ich hier noch einen drin? Ja, da habe ich noch einen drin. Auch nicht. Verdammt. Warum? Okay, dann vernichten wir ihn mit unserer Armee. Aber das, denke ich mal, machen wir dann im nächsten Part. Das wäre ein schöner Abschluss, wenn es klappen würde. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao.